Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Space Engineers auf unserer Basis mit dem Bau unseres ersten Schiffs, was die Atmosphäre verlassen soll. Wir waren stehen geblieben bei dem Hangar und hatten das erste Konzept ausgearbeitet und ich habe natürlich schon ein bisschen weitergebaut und das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. So, Leute, ja, da waren wir letztens stehen geblieben an der Ecke und ich habe mir gedacht, machen wir das doch spiegelverkehrt auf die andere Seite. Ich habe hier schon mal nochmal so ein paar Container hingestellt, damit man hier direkt etwas bauen kann im Hangar. Lüfter, Konveyorsystem, was hier oben noch rumgeht. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Hab zwei große Hangartore eingebaut. Oben das Dach schon mal die Hälfte zugemacht. Und ja, man kann hier das Hangar sogar schließen. Man sich das angucken. Fährt's dann zu. Und fährt's auch wieder auf. So, das kann man auf der anderen Seite dann auch machen. Ja, soweit, so gut. Ich habe dann die ganzen Conveyor mal eingefärbt, damit das ein bisschen Farbe gibt. Nicht gemacht. Aber auch mal direkt machen. Unten habe ich das überall eigentlich schon gemacht. Ups, da haben wir den Container eingefärbt. Das müssen wir ändern. So, färben wir das Ganze noch mal hier ein. So, und dann machen wir Container wieder grau. So, gehen wir gerade nach unten gucken. Hab hier auch mal so ein Arbeitsfläche markiert. Hier die ganzen Conveyor habe ich gemacht, habe schon mal die Ventilatoren eingesetzt für später. Der ist sogar jetzt auf Grün. So. Der nicht, ja, weil der offen ist. Der hinten ist auch offen. Naja, da müssen wir noch mal gucken. Also mit dem Belüftungssystem, da müssen wir mal schauen, wie das sich weiter gestaltet hier. So. Hangar ist fertig. Dach machen wir noch zu, das mache ich aber jetzt nicht hier im Verlauf der Folge. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich in Technik-Sektion machen. Und würde ich einfach mal sagen, machen wir noch einfach mal hier unsere Plattform ein bisschen weiter. Eingangsbereich. Dann schauen wir mal, was wir da reinsetzen. Auf jeden Fall zwei große Reaktoren ballern wir hier rein. Dann müssen wir die ich würde sagen, oben. Oben machen. So mit den Reaktoren und den Jump Drives. Und unten kommen ja die ganzen Refineries und Assembler hin. Auch was haben. So, jetzt erstmal ein bisschen. Der Hangar ist mal ein bisschen eckig von außen, aber das werden wir später noch ein bisschen verfeinern. Das lassen wir jetzt erstmal so. Das machen wir alles später. So, machen einfach mal. Die ganze Geschichte breit wie hier. Hier langweilig jetzt für euch, aber kann man ja relativ schnell das hin. So,
die andere Seite noch. Kreativ plus schon schöner. Rein auf einmal setzen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ein bisschen Arbeit haben. Ziel. Weg. Irgendwie komisches Knacken. So, Leute, haben wir es da. Ja. Zu. So, dann machen wir mal schnell. Ups. Leck. Das weg. Da war aber auch noch was runtergefallen. Da. So. Dann schweißen wir das mal kurz. Sachen hier haben. So. So reicht jetzt hier. Nur habe ich auch geschweißt. Deine Reichweite ist ja unglaublich. So, Ecke noch, unten jetzt auch alles geschweißt, Mama, Vater, so, dann gucken wir jetzt mal, jetzt machen wir uns schnell Mittellinie. Das haben. So, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal die Reaktoren. Ich würde gerne die Azimut-Reaktoren nehmen. Und wir müssen jetzt mal gucken, da haben wir Conveyor, ist das angeschlossen? Conveyor-System ist angeschlossen. So, Reaktor. So, was haben wir denn hier? Der geht auch, Azimut, Tiny 6-Point, Azimut-Fusion-Reaktor, Tiny. Müssen wir uns die. Warte mal. Vollen Tab. Holen wir uns. So. Nein. So, 7. 7, das ist ein Tiny, den wollen wir nicht. 8, der sieht schon besser aus. 9, das ist auch Tiny. Machen wir den hier. Der hat den Conveyor-Anschluss da oben. So, würde ich sagen, da wir da die Außenhülle noch haben. So, da ist das Ding 1. 2, 3, 3. Mach mal ein bisschen, was Sache ist. Da setzen wir ein. Da setzen wir ein. So, dann machen wir. Das. Das müssen wir mal gucken. Wir brauchen. Oh. Der 715 Superkonduktor.
So, Reaktorkomponenten 285, Superkonduktoren sind klar. So, dann machen wir mal. Mal wahrscheinlich produzieren. Die habe ich nicht auf Lager. 285 müssen wir mal 600 mal machen. Da haben wir welche. 100. 600 passen. Wo waren wir denn jetzt? Da unten. Ne, da oben waren wir. Zack. So, den haben wir fertig. Und den haben wir fertig. So, jetzt machen wir unsere Conveyor noch rein. Da. Zack. 1, 2, 3. Da kommt dann der Bogen drauf. Kommen wir nämlich schön nach vorne. So. Machen wir da einen geraden drauf. Ich glaube, wir müssen da direkt. Ne, können wir noch einen machen. Müssen wir noch einen draufsetzen. Dann kommt das Leerstück. Und dann. Das jetzt lieber ohne die Mod-T-Stücke. So gut funktioniert. So. Damit wäre das klar. Können wir die schweißen, aber wie kriegen wir da Zugriff drauf? Haben wir übers Conveyor-System. Alles klar. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal was Uran. Uran. So, nehmen wir mal 400 Reaktorkomponenten wegschmeißen. Das können wir einfach hier über den Container Reaktor. Warum kann man das da nicht rein? Angeschlossen. Da angeschlossen. Ah, Moment, Leute, die sind doch gar nicht mit dem oben verbunden. Kann das sein? Das ist da angeschlossen, das ist aber nicht da hinten rüber angeschlossen. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Jetzt. Toll aus hier. Machen wir da. Braucht man ja nicht luftig zu machen. Machen wir trotzdem. Da einen rein. Rein. Den wieder rein. Machen wir das. So, dann müsste das eigentlich da verbunden werden. Dann mal einen Bogen dran. Zack. Perfekt.
da irgendwo. Alles jetzt klar sein. So, stecken wir das Ganze mal. Die müssen wir noch gelb machen. So, und jetzt müsste es aber eigentlich gehen. So. Ja, 100 und 200. Da. So, dann gehen wir mal kurz ins Cockpit. Oben rum. Bewegen. Da machen wir nämlich den provisorischen Reaktor hier vorne. Den. Laufen. Jawohl. Das sieht doch hervorragend aus. So. Dann haben wir schon mal unsere Stromversorgung hier. Parat. Unsere richtige Stromversorgung. Und dann müssen wir noch die, ja, ich würde sagen, wir machen die auch die Tanks hin für die, weil das ist eigentlich schon unser Endstück vom Schiff. Machen wir noch ein bisschen länger. Und dann die Generatoren für Hydrogen herzustellen, Sauerstoff herzustellen, Sauerstofftanks und Hydrogentanks machen wir ja einige hin. Jump Drives kommen hier noch hin. Ja, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis später. Ciao, ciao.